Ja, servus Leute, hier ist der Tutorial Master 41722 und ich werde euch heute zeigen, wie man eine Stealth-Klasse in MW2 erstellt. Nun mögen wir erstmal die Klasse umbenennen. Stealth Kl Klar. Okay. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Also meine Devise lautet, wenn man nicht schießt, erscheint man auch nicht auf dem Radar. Deswegen ist man mit einem Einsatzschild gut gerüstet, denn man erscheint nicht auf der Karte. Man ist also Stealth. Kommen wir zum ersten Extra-1-Platz. Da möchte ich gern ein Mann-Armee Pro benutzen. Das ist ziemlich heftig, weil da kann man immer die Einsatzschilder erneuern und das ist ziemlich gut, ziemlich nützlich. Und dann kommen wir zu der Ausrüstung. Ich mag ja. Ja, das Visier ist gut, denn wenn man von einem Granatenwerfer getroffen wird, überlebt man. Und da weiß der Gegner nicht. Also der Gegner weiß, dass man dort ist, weil man überlebt hat, aber man hat halt überlebt. Ja. Zum extra 2-Slot. Da würde ich, nee. Leichtgewicht. Das ist gut. Ja, weil man kann sich schneller bewegen und schneller in die Camping-Spots reinlaufen. Das ist ziemlich gut. Extra 3. Mein ganz klarer Favorit. Ruhige Hand Pro. Man kann damit länger Atem anhalten, das heißt, man kann länger sprinten und dadurch schneller die Spots erreichen. Zu der Todesserie, das ist ja wohl ziemlich klar, letztes Gefecht. Denn ich finde Trittbrettfahrer ist zu gut, letztes Gefecht ist. Wann hat man ein Schild und man ist auf dem Boden, das ist ziemlich nützlich. Und da es kein Aufsatz gibt für Waffen, der verhindert, dass man auf der Minimap erscheint. Also ich habe 10 Minuten schon gespielt, also ich kenne mich da ziemlich aus. Das wäre richtig overpowered, das wäre richtig imba. Wäre es ein unmöglich, unmöglich. Ja, Leute, das war's jetzt mit meinem Tutorial, wie man eine Stealth-Klasse in MW2 macht. Hoffentlich habt ihr es genossen. Und viel Spaß beim Noob-Tuben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.